Servus und grüß euch auf Datenbase TV. Ich bin Nopen und heute melden wir uns von der EICMA mit den wichtigsten Helmneuheiten für die Saison 2024. Bleibt dran! Herzlich willkommen von der diesjährigen EICMA aus Mailand. Ich habe heute die Ehre, euch durch die Welt der Helmneuheiten zu führen. Und welcher Ort würde sich dazu besser eignen als die größte Motorradmesse der Welt? Aber ich würde sagen, Schluss mit dem Gequatsche, stürzen wir uns mal auf die Highlights von der Firma Nolan. Ja, die Firma Nolan ist ein italienisches Traditionsunternehmen. Die bauen seit 50 Jahren die Helme wirklich in Italien und haben gestartet mit drei Brands, mit Nolan, mit Grex und mit X-Lite. X-Lite, das sind die Helme für den supersportlichen Bereich, den kennt sicher von der Superbike-WM oder von MotoGP und die ganzen Integralhelme für die Rennstrecke. Die laufen unter dem Brand X-Lite und die ganzen Touren, Hybrid- und urbanen Helme, die liefen bisher unter dem Brand Nolan. Und fürs nächste Jahr gibt's eine kleine Änderung. In Wahrheit ist eine große Änderung, aber für den Nutzer, für euch, für den Kunden nur eine kleine Änderung. Man hat jetzt die ganzen Markennamen auf einen Markennamen vereint, und zwar auf Nolan. Das heißt, alle Helme, die urbanen, die Adventure-Helme und die Racing-Helme laufen jetzt unter Nolan. Ja, und ich selber besitze auch zwei Helme für die Rennstrecke. Einmal den X803 RS, das ist der Integralhelm mit dem Spoiler. Und ich habe den seit Jahren im Einsatz. Und er ist für mich einfach der perfekte Helm, weil einfach die Passform gut ist für meinen Kopf. Man kann die Polster austauschen, das heißt, man kann sie wirklich den Helm zurecht schneidern mit großen Wangenpolstern oder mit einem kleinen Innenteil. Und das wichtigste Argument für mich war, dass er einfach gut sitzt, dass er halt keinen Lärm macht auf der Rennstrecke, obwohl er komplett aus Carbon und leicht ist. Und er stinkt nicht, er fällt einfach nicht. Ja, den könnt ihr voll schwitzen ohne Ende und am nächsten Tag, am zweiten Track Day Tag, könnt ihr wieder anziehen oder aufsetzen, ohne dass euch die Fliegen umkreisen. Ja, und der Helm, der hat jetzt noch X-Lite geheißen und ab nächsten Jahr gibt es einen Nachfolger. Der Nachfolger, den X804 RS von Nolan. Und der schaut jetzt im Prinzip ähnlich aus wie der Vorgänger, hat aber doch ein paar neue Details. Er hat hinten jetzt bekommen eine Öffnung für den Camelback, da könntest du einen Schlauch einführen. Der Spoiler ist ein bisschen anders designt. Den Helm gibt es natürlich in urvielen Farben und Designs. Der Lufteinlass oben ist verfeinert worden, verbessert worden. Das Visier, das kann man jetzt vorne versperren mit einem Lockmechanismus. Das Visier ist auch ein bisschen flacher geworden. Und auch ja, die Teile, die das Visier, die Scharniere, die das Visier bewegen, die haben es jetzt auch noch deutlich verbessert. Ansonsten ist bei dem Helm eigentlich seine Features sind gleich geblieben, ein kompromissloser Rennhelm für Amateure und für Profis und der startet bei 649,99 €. Eine weitere Neuheit ist der Nolan 120-1, ein Klapphelm und es ist gleichzeitig auch der allererste Flipback-Klapphelm von Nolan in der Geschichte der Marke. Ja, was ist das? Man hat versucht, einfach die Features von einem Klapphelm mit der Sicherheit eines geschlossenen bzw. eines Jets-Helms zu vereinen. Denn oft ist es ja so, dass man einen Klapphelm nur geschlossen fahren sollte, aus Sicherheitsgründen. Und wenn man den aufmacht, dann maximal zum Telefonieren, zum Chicken oder für sonst was. Und sobald man weiterfahrt, sollte der Helm eigentlich geschlossen sein, weil man sich sonst bei einem Sturz eventuell das Knack brechen kann. Ja, und das ist sicher nicht so lustig, darum geschlossen. Beim Nolan ist das aber anders. Das ist eben ein Flipback-Helm. Da kann man dann den Helm oder den Vorderteil komplett zurückklappen und das schnappt dann ein. Und man sieht das da recht schön. Von vorne haben wir jetzt einen Jet-Helm mit allen Features, mit Top-Belüftung, mit einer Sonnenblende, die man ein- und ausklappen kann. Ja, Komfort ist groß geschrieben bei dem Helm. Von hinten, klar, schaut ein bisschen gaga aus, aber man hat im Prinzip jetzt wirklich einen offenen Helm während der Fahrt und braucht sich bei einem Sturz oder sonstiges keine Gedanken um seine Sicherheit machen. Ebenfalls neu für 2024 ist der Nolan N66. Das ist ein sehr sportlicher Tourenhelm. Ihr seht eh, wir haben eine Sonnenblende integriert, wir haben einen Heckspoiler und der ganze Helm wiegt in Größe Medium nur 1400 Gramm. Das ist für einen günstigen Helm, den gibt es nämlich ab 249,99 € ein wirklich guter Preis. Ob der Heckspoiler im Alltag wirklich eine große Rolle spielt, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln, aber er schaut auf jeden Fall super aus und macht mächtig Eindruck.
Kommen wir nun zu einigen Highlights vom japanischen Helmhersteller Arai. Über dieses Traditionsunternehmen braucht man wohl keine großen Worte verlieren. 1926 gegründet, seit den 50er Jahren werden in Japan Helme produziert und mittlerweile hat man es zu einem führenden Hersteller im Motorradrennsport bis hin zur Formel 1 gebracht. Ja, und ein neues Modell wird hier heute auf der EICMA vorgestellt. Dazu wird euch der Max in Kürze auf unserem Kanal mehr erzählen, weil der war erst vor ein paar Wochen in Japan im Werk und hat sich das Werk und auch die Produktion vom neuen Helm angesehen. Und die Rede ist vom Tour X5, einen neuen Reise-Enduro- und Adventure-Helm. Aber bevor ich euch da jetzt irgendwas vorbete und mich eh nicht auskenne, schauen wir zu einem Spezialisten, zum Eiko von Arai, der kann uns sicher alles darüber erzählen. Ja, hallo Eiko. Hi. Willkommen auf unserem Stand auf der EICMA. Ja, danke. Du bist deines Zeichens Marketing Manager für Europa und wirst unseren Zuschauern jetzt erklären, was der neue Tour X5 so drauf hat. Vieles. Mit der alten Tour X haben wir immer eigentlich etwas verbessert. Tour X 1, 2, 3, 4. Und jetzt habe ich gesagt, wir müssen mal etwas komplett Neues machen. So, wir haben das Konzept übernommen, aber alles geändert. Vom Visier bis zum Schirm, zu der Innenpolsterung. So, komplett neu. Und da sehen wir jetzt drei Varianten davon. Ja. Was hat es damit auf sich? Normalerweise, die Leute, die kaufen das für so ein Adventure-Bike. Und jeder kauft das, damit die mal nach Dakar fahren können und durch die Wüste. Aber fast jeder fährt nur aus Asphalt. So, dann hat man die Kombination von Schirm mit Visier, die man normalerweise benutzen kann. Möchtest du aber auch im Sand, im Gelände fahren, dann kannst du das Visier einfach rausnehmen und eine Crossbrille drauf machen, damit du mehr Ventilation hast, mehr Sicht und weniger Probleme mit Sand und Staub eigentlich. Aber du kannst auch, wenn du schneller fahren möchtest, nimmst du das Schirm weg und dann hast du nur das Visier, damit du etwas aerodynamischer ist und auch aggressiver. Ja, das sind jetzt auch sehr schlichte und edle Farben, wie ich sehe, aber ihr habt den Helm natürlich auch in vielen sehr knackigen, frischen Designs. Ja, natürlich, ja. Wir haben das komplett neu gemacht. Die Unifarbe haben wir hier nur, weil wir gerne erklären möchten, wie der Peak und das Schirm raufgeht, weggeht. Das alte Modell hatte vier Schrauben, die man wegnehmen müsste und jetzt geht es so viel einfacher, dass wenn man nur drückt, kann man schon das also wegnehmen. So, es ist nur ein Druck auf den Knopf. Und es ist drauf und ein Druck auf den Knopf und du kannst es wieder zurückmachen. So, man braucht keinen Schraubendreher mehr. Es wird schon viel einfacher, um es schnell zu wechseln. So, die Unifarben sind hier. Die Dekore haben wir daar platziert, damit jeder das auch sehen kann. Und es ist schon eigentlich mal so schön. Es sind schon 300.000-400.000 Leute, die vorbeikommen. So, es wird schon schön beschäftigt nächste Tage. Ja, da freue ich mich schon auf unsere ersten Testhelme. Ab wann ist denn der Helm dann verfügbar? Dezember werden die ersten bei den Händlern kommen, das sind die Unifarben und dann ab Januar, Februar, März wird langsam, jeden Monat kommen neue Dekore kommen raus. Du, und habt ihr sonst noch irgendeine Neuheit, irgendwas Neues für unsere Rennfahrer vielleicht, irgendwas Interessantes? Sicher, ja. Wir haben seit vorgestern, glaube ich, können wir das auch mitteilen, dass wir der erste geprüfte Helm für die neue FIM-Prüfung haben. Da schauen wir kurz hin, ha? Ja, sicher. Geh mal mit. So, das ist der Neuigkeit. Unsere RX-7V FIM Racing 2, wie wir das nennen. Der FIM hat eine Spezialprüfung. Die möchte etwas mehr machen als zum Beispiel ECE. Und das muss man haben, um MotoGP, Superbike, Supersport zu fahren. So die alte Prüfung, der 1, hatten wir schon. Und wir haben den Helm jetzt neu angeboten und es hat sofort auch die neue Prüfung gemacht. Und wir sind stolz, dass wir der Erste auf der Welt sind mit der FRHP HE02 Prüfung drauf. Und der Helm, der kann dann von Normalsterblichen auch erworben werden? Ja, die kann man normalerweise kaufen. Das ist der gleiche Helm, den man im MotoGP fährt. Kannst du oder ich auch normal beim Händler kaufen. So, der Helm ist eigentlich genau der gleiche wie ein normaler RX-7V. Nur wir haben dann ein anderes Visier drauf und eine etwas andere Belüftung. Und auf der Kinderriemen ist so ein FIM-Hologramm, damit man auch sehen kann, es ist FIM geprüft, das ist diese Größe, dieses Modell. Okay, na super, also bei Arai ist Sicherheit wie immer groß geschrieben. Eiko, vielen Dank für deine Zeit. Danke und viel Spaß auf der Messe. Danke, dir auch. Okay, danke, tschüss. Bei der Gelegenheit, da werfen wir gleich einen Blick auf den Stand von LS2. Ich muss noch einmal gestehen, mir war der Name nicht bewusst, aber der Stand ist riesig und das hat mich dann aufmerksam gemacht. Und wenn man dann schaut, bei der Galerie hinter mir, wie viele spanische Fahrer diesen Helm tragen, aus der Moto2, aus der Moto3 und aus der World Superbike Serie,
dann kann das ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Und jetzt habe ich mich kurz informiert und der Kollege hat mir erzählt, die Marke gibt es schon seit 2007. Mittlerweile wird in 125 Ländern verkauft und das absolute Topmodell, das ist der LS2 oder LS2 Thunder GP Aero Helm. Das ist auch gleichzeitig der Helm, den die ganzen Profifahrer fahren im Rennsport. Und man kann diesen Helm jetzt seit letztem Jahr auch als Privatperson erwerben. Man hat die gleiche Sicherheit, man hat das gleiche Design, Gewicht, die ganzen Features wie die echten. Und das Neue für die kommende Saison ist, dass es den Thunder GP Aero Helm in vielen neuen, knalligen Designs gibt. Und was auch sehr interessant ist, das kenne ich aus meiner Zeit als Radsportjournalist, dass man auch immer wieder gerne beweist, wie aerodynamisch so ein Helm ist. Da steht leider jetzt gerade der Kollege im Weg, ist aber wurscht. Und da ist so ein kleiner Windkanal aufgebaut worden, wo halt eine Windströmung simuliert wird. Und damit man sieht, wie der Wind über den Helm drüber zieht, haben sie da so kleine Fäden gespannt. Und man sieht wirklich recht schön, wie der Wind da über den Helm und am Helm vorbeigleitet und wie wenig Bewegung da drinnen ist. Und das sind dann die kleinen Unterschiede bei 200 km/h und mehr, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, ob es einen den Helm herumrüttelt, ob es einen den Helm runterzieht. Es ist aber auch, man ist natürlich auch ein bisschen schneller damit unterwegs, aber in erster Linie hat man halt mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Spaß beim Fahren. LS2 hat aber nicht nur Profi-Helme im Programm, sondern auch eine komplette Bekleidungslinie und auch natürlich Helme für andere Kategorien. Und hier haben wir ein neues Modell, das hat mir der Kollege vorgestellt. Classy heißt das, ein urbanes Modell, relativ günstig. Und ich muss sagen, die schauen sehr wertig aus. Also die Haptik von der Oberflächenstruktur, die fühlt sich sehr gut an, sehr hochwertig. Auch wie die Scharniere funktionieren und die Lufteinlässe, auch das Visier. Mit einer Hand ein bisschen schwierig jetzt, aber ja, das ist keinesfalls ein billiges Klumpert, auch wenn der Kaufpreis angeblich sehr günstig sein soll. Ja, sollte man sich vielleicht auf jeden Fall anschauen einmal im Internet. Alle Helme sind schon online und die Daten findet man im Internet. Ich würde jetzt aber keine große Wissenschaft daraus machen, ich will es euch nur ganz kurz zeigen. Es gibt dann noch zwei andere Modelle, die schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Ein weiteres neues Modell fürs nächste Jahr ist der Pioneer 2, ein Crossover-Helm, auch sehr schick gestaltet, mit einem Windschild in der Höhe verstellbar. Wir haben ein Visier, das kann man geschlossen fahren, das Visier kann man offen fahren. Schaut auch super aus, irgendwie schön gelöst. Und es ist auch noch drinnen ein Visier zum Runterklappen, eine Sonnenblende. Funktioniert auch sehr wertig, auch mit einer Hand. Ja, der Pioneer 2, den schaue ich mir auf jeden Fall nachher im Internet an, was der so kann. Und jetzt schauen wir noch weiter zum Fast 2 oder Fast 2 von LS2. Ja, und der Fast 2, ein Motocross Enduro Helm mit der gleichen Haptik. Die haben überall dieses samtige Plastik. Das taugt mir voll. Ich hoffe, das stinkt dann nicht nach einem Jahr. Aber so fühlt sich das richtig leibend an. Das Visier gibt nach, wenn man stürzt. Richtig cool. Und das Gewicht ist auch cool. Ja, sind irgendwie leibende Helme. LS2, schaut vorbei auf der Homepage. News gibt es natürlich auch von der Firma Icon, einen beliebten Ausstatter der 1000 PS Crew. Und zwar gibt es neue Modelle, neue Designs vom Airflies Modell. Da haben wir hier den Flyboy Ido Tigersblatt, stellvertretend für die neuen Modelle. Die zwei kommen mit MIPS, der Flyboy ist ohne MIPS. Ja, und auch bei den Airform Modellen gibt es viele neue Designs. Wir werden da jetzt einmal einen Schwenk drüber machen. Auch bei den Modellen gibt es manche mit MIPS und manche ohne MIPS. Alle neuen Farben, Details findet ihr schon auf der Icon Homepage und könnt euch drüber schlau machen, was ihr nächstes Jahr euch zulegen wollt. In den Shops sind diese Helme jetzt noch nicht verfügbar, zumindest nicht in Europa. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass man vorher beim Dealer noch nachfragt, ob der Helm eh schon da ist. Und eine richtige Weltneuheit ist ein komplett neues Modell von Icon, der Icon Domain. Und der war auf der EICMA gar nicht ausgestellt. Den haben wir jetzt exklusiv zum Herzeigen bekommen. Der wird dann wieder irgendwo in den Räumlichkeiten verschwinden. Ja, ein neues Modell von Icon ist aber auf der Homepage auch schon zu sehen. Also ihr könnt schon auf der Icon Homepage gehen. Der Helm ist sehr leicht, dafür, dass er so ein geiles Design hat. Er wiegt ungefähr 1500 Gramm in der Größe Medium oder Large. Er hat die Möglichkeit, mit einem Visier bestückt zu werden, was eine normale Tönung hat, so wie hier. Oder ein Visier, wo der Schirm am Visier integriert ist.
hat dann beim Aufmachen den Vorteil, dass der Schirm wegkommt. Die Visiere sind untereinander logischerweise kompatibel und sind auch alle Aftermarket verfügbar. Das heißt, man kann jeden Domain-Helm mit jedem Visier ausstatten. Die Topmodelle davon, die sind dann meistens in komplett Gold oder in komplett Silber gehalten. Die haben dann hinten sogar noch einen Spoiler. Und auch der Spoiler lässt sich dann austauschen, in anderen Farben nachkaufen und montieren. Ja, was sie mir noch erzählt hat, die Dame vom Marketing, die sich mit den Helmen sehr gut auskennt, dass man hier besonders darauf geschaut hat, dass die Belüftung passt, also dass der Helm nicht nur cool ausschaut und leicht ist, sondern dass man im Sommer auch beim Stadtverkehr zum Beispiel nicht ins Schwitzen gerät. Und außerdem, richtig cool finde ich das, ist es schon vorbereitet für das Icon Hemlink System. Das ist ein Kommunikationssystem, was gemeinsam mit Zehner gemacht wurde. Das ist jetzt vorbereitet, da könnt ihr dann bei Icon das Zehner-System nachkaufen. Hemlink heißt es, basiert auf einem Zehner 50 Standard und das wird dann eingebaut. Hier befindet sich dann der Knopf zum Einschalten laut leiser und ja, HD-Lautsprecher sind inkludiert. Und dann gibt's auch keine Kabel, die irgendwo drin im Helm herumhängen und kaputt gehen können. Das Ganze ist super verstaut und funktioniert. Ja, wie gesagt, die Preise stehen auch schon fest auf der Seite von Icon und alle Modelle, die es geben wird, sind auch schon online. Eins noch, die Helme kommen ohne Mips. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der dann tatsächlich trotz der geilen Optik so leicht ist. Also schaut auf der Homepage vorbei, macht euch schlau, was es alles bei Icon gibt. In dem EICMA Helm Special darf natürlich auch HJC nicht fehlen. Einer unserer Lieblingsausstatter von der 1000 PS Crew. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon ein bisschen gefurchten vor dem Video, weil die haben so viele Neuheiten. Unglaublich, unglaublich. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt einigermaßen rüberbringe. Helme da, Helme da drüben. R12, R71, neue Designs vom R1. Rafa 1, ja, beim 91 ist sicher auch was neue Replikas. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Ahnung. Da braucht man, glaube ich, professionelle Hilfe. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Weil, er weiß noch nichts von seinem Glück, da steht der Außendienstler von HJC Österreich, der Hut. Servus. Hallo, servus. Grüß dich. Du, wir haben ein Helm-Special geplant, ja, okay, für 1000 PS von der EICMA. Super, ja. Und ihr habt einen großen Stellenwert bei uns, das weißt du. Aber ich bin leider nicht in der Lage, dass ich die Neuheiten präsentiere, weil ihr habt irre für heute. Da können wir drei Tage reden, ne? Aber ich sage dir bitte kurz den Highlights. Ja, das wäre super. Ja. Also wir haben jetzt für kommende Saison im mittleren Segment einen Fiberglashelm vorzubringen. Das ist der F71. Aufgrund der neuen Homologation, das ist diese E2206, werden natürlich die Helme alle im Durchschnitt ein bisschen größer und schwerer. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch in dieser Kategorie drei Außenschalengrößen, wie wir es früher nur bei den Topmodellen hatten. Das heißt, wir haben hier viel mehr Aufwand betrieben, um für den Endverbraucher das passende Produkt zu haben. Der Helm, wie da schon vorher gesagt, der ist Fiberglas aus mehreren Fiberglaslagen. Wir haben da einiges rein investiert. Das heißt, HJC hat sich unter anderem für die komplette Helmpalette, für die neue jetzt Simulationssoftware gekauft für die Aerodynamik. Die ist hier umgesetzt worden. Das heißt, wir haben die Lüftungen, die B- und Entlüftungen effizienter gestaltet. Wir haben auch bei den Helmen jetzt geschaut, dass wir die zweite Generation der Bluetooth-Freisprecheinrichtungen hier unterbringen können. Das heißt, es werden komplett in den Helm integriert, da steht nichts mehr raus. Und wir haben das ganze Modell jetzt auch, wenn wir ein bisschen auf der Carbonwelle mitschwimmen, auch in einer Carbon-Version. Also das heißt, wir haben hier im Niveau von ab 330 Euro im Unicolor, haben wir beim Carbon-Helm, den du dann da drüben siehst, wenn du willst, und mit 459 Euro. Und da haben wir jetzt das normale Modell? Da haben wir jetzt das normale Fiberglas-Modell. Da hast du auf der linken Seite die Bluetooth-Sache. Was hier noch auf der linken Seite ist, das haben wir bei allen Helmen mit dieser Generation, ist, dass man hier die Sonnenblenden verstellen kann. Mhm. Das heißt, in diesem Stand geht die Sonnenblende runter und vor. Mhm. Damit hast du hier ganz einen kleinen Steg. Okay. Und auch für Leute, die eine größere Nase haben, stehen sie es nicht mehr an.
Und das Ganze kannst du hier verstellen, indem dass du das runtergibst. Hier hast du den Mechanismus. Ja? Mhm. Und dann kannst du das anders einstellen, wenn du möchtest. Und hier kannst du auch gleich die Bluetooth-Anlage einstecken. Fertig. Okay. Dann schauen wir noch kurz zu den Carbon-Modellen. Ja, gerne. Das ist eigentlich dasselbe, nur eben mit Carbon-Matten. Nicht der ganze Helm ist Carbon, mhm. Das wär zu viel des Guten. Aber genau so, dass wir so um knapp 100 Gramm mit dem Helm leichter werden, bei gleicher Energievernichtung. Mhm. Ja, 100 Gramm leichter und eben mit diesen drei Schalengrößen, um eben den Wunsch des Endverbrauchers, dass für leichte Helme entgegenzukommen, weil ja durch die neue Homologation, wie gesagt, die Helme alle größer und schwerer werden. Das sind auch leichtere Materialien. Okay, aber das ist ja noch lange nicht alles. Wir haben ja bei der RAFA-Familie noch urviel Neues. Das ist der RV12. Das ist das Nachfolgemodell vom 11er, der sehr beliebt war bei den Motorsportfahrern. Und wir haben hier jetzt die 12er-Serie gebracht, eben wegen der 2206er. Und jetzt haben wir bei den RV-Modellen 4 Außenschalen. Früher haben wir gehabt 3 von der Schalengröße her. Mhm. Und du siehst eigentlich, wie klein der Helm für einen 2206er ist. Auch sehr leicht, mhm. Ja, weil wir genau auf diese Kriterien bei den Helmen geachtet haben, weil das ja den Sportkunden ganz wichtig ist. Kleine Helmschale, geringeres Gewicht. Auch hier haben wir natürlich mit der neuen Simulationssoftware die komplette Durchlüftung nochmal optimieren können. Wir haben hier also die zwei Kopfbelüftungssysteme. Diese zwei und hier Belüftungssystem für den Innenraum. Und hier haben wir diese Teile, funktionieren mehr oder weniger nach dem Venturi-Prinzip. Das heißt, die verbrauchte Atemluft wird hier abgesaugt. Da haben wir wieder die Befestigungen für die Abreißvisiere. Pinlockscheibe ist natürlich wieder dabei. Getöntes Visier ist wieder dabei, so wie früher. Und hier der Sperrmechanismus. Das geht aber relativ einfach, wenn man einen Helm aufhat, braucht man da nur reindrücken und das Visier aufmachen. Auch die Visiere sind natürlich jetzt alle stabiler geworden und haben eine höhere Durchschlagseffizienz, also Vernichtung, Energievernichtung, wie in den alten Serien, weil das ja alles mit der 2206er nivelliert wurde. Ja? Okay, ja, und jetzt haben wir noch andere Helme, andere Modelle mit urvielen neuen Designs. Ja, wir haben also die ganze RV-Serie jetzt, für kommende Saison, also sowohl den RV91, das wäre der Klapphelm, den wir voriges Jahr ja präsentiert haben, den RV71, den turnsportlichen Helm, und den RV12, auch in Carbon. Das heißt, da haben wir nochmal 100 Gramm leichter. Das ist alle drei Carbon-Varianten, also der 12er, der 71er und der 91er. Mhm. Sprich, wir haben für kommende Saison 4 Carbon-Varianten am Vollvisiersektor. Mhm. Und bei den Grafiken, da hat sich einiges getan. Da haben wir sie jetzt richtig besorgt. Da schauen wir jetzt hin. Ja, also Spezialgrafiken und Sondergrafiken haben wir beim RV12 jetzt einiges nachgelegt. Da hast du gleich oben den Spasso. Das ist ein Eigendesign von HJC. Den könnt ihr euch ja gerne rundherum anschauen. Ist ein Vogel, der sich bis hinten mit den Federn fortsetzt. Schön bunt gehalten. Super, gehen wir zum nächsten. Gehen wir. Okay, dann sind wir jetzt beim Quattararo-Replika, diesmal beim RV12. Wir hatten ja schon beim RV1 zwei Quattararo-Replikas und jetzt beim 12er dieser Quattararo-Replika. Da haben wir Zusammenarbeit mit Monster und HJC ist auch das einzige Unternehmen, was gleichzeitig noch eine Zusammenarbeit mit Red Bull hat. Okay. Und die zeige ich euch dann auch noch. Ja, gehen wir gleich hin. Gehen wir hier gleich hin, ja. Okay, und eine weitere Zusammenarbeit mit Red Bull ist der San Marino. Das ist somit der dritte Red Bull-Helm, den wir in der RV1-Schiene haben. Der RV1 ist der doppelt homologierte FIM und EC2206. Ja, und jetzt nach Red Bull würde ich sagen, wir schauen mal zum Mickey Maus rüber. Schauen wir rüber, ja. Ja, und beim V31, das ist unser Retro Chatham, haben wir jetzt drei Kooperationen mit Disney, alle drei Mal mit der Mickey Maus. Das ist eine normale Mickey Maus-Grafik, die wir das ganze Jahr haben werden. Und das hier ist eine Sondergrafik der Mickey Maus zum 100-jährigen Disney-Jubiläum. Wirst du ja nächstes Jahr, also heuer, wirst du ja erschlagen mit Mickey Maus-Grafiken von allen Unternehmen. Ja. Und wir sind da heute auch dabei. Ja, super. Beim RV12 haben wir, so wie in der Vergangenheit mit Nerva, einige Kooperationen. Hier eben mit der Blizzard-Geschichte, mit dem Diablo-Helm. Also eine wunderschöne Grafik. Kommt da auf der Messe sehr gut an und ich muss sagen, das taugt mir schon auch sehr. Mhm. Ja, also der Diablo. Ja, würde meiner Freundin auch taugen. Ich glaube, die würde wegen dem Helm sogar zum Motorradfahren anfangen. Echt? Okay, na, wir haben noch ein paar RV12, wo es vielleicht eine Motivationsschub für die Frau gibt. Na, vielleicht ist es gescheiter, wenn es nicht fährt. Schauen wir mal.
Der nächste in der Marvel-Geschichte beim RV12 ist der Maximized Venom. Der ist jetzt zweiseitig unterschiedlich lackiert. Hier die Spider-Man in matt und auf der anderen Seite Venom in Glanz. Das nächste ist eine Zusammenarbeit mit Netflix. Also unser Marketing-Spezialist in Amerika ist ja Wahnsinn. Mhm. So hat er mit denen auch Zusammenarbeit. Da haben wir die Squid Games. Also ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat, aber war super geil. Und das ist der RV12. Ihr müsst natürlich vorne und hinten schaut er etwas anders aus. Also das Logo kennt man ja vom Spiel. Und hier hat man dann eben die Identifizierung mit dem Squid Game. Ja, und ich habe gehört, du hast jetzt zum Abschluss noch einen Joker im Ärmel. Ja, habe ich, vom RV1. Also beim Topmodell, beim RV1, haben wir wieder natürlich mit DC den Joker. Und diesmal ist er ja richtig geil, wenn du das anschaust. Ja. Also der zweite Joker jetzt, den wir bringen, der erste war der RV11 und jetzt beim RV12. Eine sehr gelungene Joker-Grafik. Ja, super schön. Du, Dahoud, vielen Dank für deine Hilfe. Das hätte man niemals im Leben gemerkt. Fast schon. Ja, das habt ihr mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Erfolg. Alles Gute. Ciao. Ja, der französische Traditionshersteller Shark aus Marseille hat gleich zwei Neuheiten am Start hier auf der EICMA. Eine ist nicht so richtig neu, die andere schon. Wir beginnen mal mit dem RS Jet Helm. Der war letztes Jahr schon im Katalog, hat es aber nie in die Geschäfte geschafft. Aber dieses Jahr ist es soweit. Und der Thomas, der Sales Manager von Shark Deutschland, der wird uns jetzt erklären, was es mit dem RS Jet auf sich hat. Hallo Thomas. Hallo. Erzähl mal. Ja, das, hier stellen wir den RS Jet vor. Das ist ein Jethelm auf Basis von dem schon bekannten Spartan RS. Das heißt, die Schale ist im Prinzip identisch zu dem Spartan RS. Mit den Lüftungen ist gleich, die Sonnenblende ist gleich, eben halt nur als Jet-Variante mit einem langgezogenen Visier. Prädestiniert als hochwertiger Helm für Scooterfahrer im Prinzip. Ja, super. Und der ist jetzt wirklich in Kürze erhältlich. Der wird Anfang des Jahres erhältlich sein, ist im 24er Katalog schon drin, aber hier ist das erste Mal, wo man wirklich zu Gesicht bekommt, in allen möglichen verschiedenen Designvarianten. Und das ist ein Helm, der unsere Range auf jeden Fall erweitert. Na super, über die Designvarianten werden wir nachher noch drüber schwenken, damit wir es alle im Detail anschauen. Aber ihr habt auch eine richtige Neuheit am Start, die ist heute präsentiert worden, den Aeron GP. Genau, das ist der neue Racing-Helm, der in der MotoGP entwickelt wurde und dort auch eingesetzt wird und der Nachfolger vom RaceUp Pro GP ist, mit ein paar Features, die wir vielleicht gleich noch zeigen können. Genau, den schauen wir uns jetzt an. Thomas, der Aeron GP. Ja, also das ist jetzt eine wirkliche Weltneuheit, die wir hier vorstellen. Den Helm hat vorher keiner gesehen. Heute Morgen gab es hier eine Präsentation am Stand mit einer Live-Schaltung zu Shuan Sako aus Malaysia, der den Helm mitentwickelt hat und auf der Rennstrecke getestet hat. Es wurden viele Windkanaltests gemacht, Computersimulationen und Shuan Sako war eigentlich der Fahrer, der den Helm auf der Strecke entwickelt hat. Und das ist das Nachfolgemodell im Prinzip von unserem bekannten RaceUp Pro GP, der aktuell in der MotoGP gefahren wird und auch käuflich zu erwerben ist. Der Helm ist jetzt weiterentwickelt und hat am auffälligsten vielleicht, wenn man das hier sieht, das Feature. Wir haben einen relativ großen Spoiler hier, der für eine gute Aerodynamik sorgt. Allerdings ist so ein bisschen das Problem, wenn der Fahrer den Kopf neigt, dann ist natürlich auch die Kraft am Kopf relativ groß. Und das versucht man jetzt in den Griff zu kriegen, dass es hier Flats gibt, die quasi beim Drehen vom Kopf einklappen und somit den Windwiderstand seitlich deutlich verringern. Das Ganze verringert auch den Buffering-Effekt, den man hat bei der schnellen Fahrt, dass der Helm tendiert, etwas zu wackeln. Mhm. Das kriegt man damit auch gut in den Griff. Und alle Aussagen, die wir jetzt von der Rennstrecke haben, auch von Johan, beweisen, dass das wirklich die richtige Richtung ist und auch was, was bisher noch nicht da gewesen ist. Ja, ist richtig mächtig. Ich finde ihn vor allem, er schaut richtig schnittig und richtig schön aus. Ja, wer ins Auge fasst für die nächste Saison. Danke, Thomas, dass du uns das gezeigt hast. Danke für deine Zeit. Martin. Viel Erfolg mit dem Produkt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Dankeschön. So Leute, und das war's schon wieder mit unserem Helm-Special von der EICMA 2023 mit den Neuheiten für 2024. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar für den Algorithmus und schenkt unserem Kameramann Oskar und mir einen Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.